Video. Also herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Jensis Welt, Mopar-Reportagen mehr. Ich hoffe, das gestrige Video hat euch gefallen. Und ja, heute werden wir sehen, was davon sich bewegt und was nicht. Na? So schaut's aus. Ja, ich bin natürlich gespannt auf ganz bestimmte Loks, weil da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass die vermutlich, naja, sagen wir mal, nicht so gut fahren. Aber da kommen wir später dazu, nämlich im zweiten Teil. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt diesmal zwei Teile vom Quassel-Video, weil der Josef hat wieder etwas, na, sagen wir mal, sehr viel zugereicht und nachgereicht, darunter auch ein paar private Aufnahmen, die etwas verwackelt sind. Aber dafür kann er nichts. Denn damals gab es noch nicht so eine Stabilisationstechnologie und ein Stativ hatte er, glaube ich, auch nicht gehabt. Aber man konnte ja froh sein, dass er so etwas festgehalten hat. Na? Wie das mit den Sandzügen in Ronneburg. Ich habe natürlich das Ganze etwas gekürzt, weil dieses Gewackel und Geschaukel war dann so extrem, dass das Videobearbeitungsprogramm den Dienst verweigert hat. Denn ich habe ja die Stabilisierung erhöht, aber da kam dann eine Fehlermeldung und da habe ich das dann halt rausgenommen, den Abschnitt, und habe das etwas gekürzt. Also beim letzten Quassel-Video wundert euch nicht, diese Fahrszene aus dem Führerstand der Tiger-Trommel war etwas länger, aber ich musste sie leider kürzen, weil es einfach zu stark gewackelt hat. Habe ich auch Josef schon erklärt und es war für ihn kein Problem. Ja, gut. Aber ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt erst einmal die Sachen an. Von mir ist leider, glaube ich, gar nicht dabei diesmal. Der André hat ein paar Bilder eingereicht. Übrigens draußen tobt ein Gewitter. Na, das hat gerade angefangen. Ja. Josef, wie gesagt, schöne Videoaufnahmen und ein paar klassische Bilder und natürlich auch noch etwas aus Magdeburg von jetzt, also Trainspotting. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Trainspotting und dann gibt es ein bisschen was zu erzählen über dies und das. Na? Also bis gleich. Film ab!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Seit 1984 gehört die 23105 zum betriebsfähigen Museumsbestand der Deutschen Bundesbahn. Sie ist, wenn man das so flapsig ausdrücken darf, eine Pflegeleichte. Bisher war sie von allen DB-Dampfloks die zuverlässigste. Ein größerer Schadensfall setzte die 23105 im Sommer 1990 für ein paar Wochen außer Gefecht. Sonst lief sie wie geschmiert. Eigentlich auch kein Wunder, ist sie doch die jüngste Dampflok der Bundesbahn. 1989 feierte sie erst ihren 30. Geburtstag. Nun hat die 23105 mächtig zu schnaufen. Es geht von Schwarzmarkt zum Lichtenberger Tunnel hinab. Thank you.
waren da wieder allerhand dabei. Also diese selbst aufgenommenen Aufnahmen sind wirklich sehr, sehr cool und ja, historisch. Ne? Alles das, was da gefilmt wurde, gibt es leider nicht mehr. So, wie er es gefilmt hat. Leider. Kann man nicht ändern. Und ich denke mal, es wird auch bald keine historischen oder klassischen Dieselloks mehr in dieser Art und Weise noch geben. Ich hoffe ja, dass ich das nicht mehr miterleben muss, wenn dann überhaupt keine mehr fahren. Das soll von mir aus dann, wenn ich nicht mehr bin, das ist mir dann egal. Aber ich sag mal, die nächsten Generationen werden sowas nicht mehr kennen. Leider. Das ist nun mal so. Okay, ansonsten sehr schöne klassische Aufnahmen. Wieder von verschiedenen, Videos und Reportagen. Ich habe natürlich wie immer Musik drunter gelegt, weil der Originalton, den muss ich natürlich wegmachen. Aber das bringt manchmal gar nichts, denn ich musste leider auch beim letzten Quassel-Video wieder eine Szene rausschneiden, weil es identifiziert wurde. Und zwar ging es da um die 018, die Schnellzug-Dampflok im Grün. Diese Szenen sind leider rausgeschnitten worden. Musste ich rausschneiden, weil das Video gesperrt war. Obwohl ich den Ton überarbeitet habe, wurde es erkannt. Kann man nichts machen. Internet zu blitzen, ganz klein. Ich denke, es ist deutlich, ne? Ja, dazu kann ich euch noch was zeigen. Ne? Denn wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Nee, nicht Gewitter. Aber ich wollte heute einkaufen gehen. Und dann ist das passiert. Ja, Freunde, da geht man immer einkaufen und dann sieht man aus wie Schwein. Komplett durch, ich muss mich jetzt gleich umziehen. Also, das war ich so nicht geplant, ich wollte eigentlich nur was zu essen holen. Und dann kam es auf einmal runter, aber wie? Da konnte ich nicht mehr zurück. Bin ich gefahren wie auch Teufel. Ja, gut. Kann man nicht ändern, kann passieren. So ist das halt. Bisschen nass geworden bin ich. War kein Gewitter, es war nur Regen, aber kam so plötzlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Natürlich habe ich dann Kehrtwende gemacht und wieder zurück. Ich habe noch ein bisschen was im Haushalt, also ich muss auch jetzt nicht einkaufen, denn ja, ich fahre jetzt eh morgen weg. Und ich hoffe, da ist natürlich dann besseres Wetter. So, da kommen wir jetzt zu den nächsten Themen. Und das ist natürlich, was mache ich in meinem Urlaub? Heute ist mein erster Urlaubstag, der 1.7. Und das Ganze geht bis zum 10.7. Und da habe ich mir einiges vorgenommen. Mhm. Zum einen fahre ich ja wieder nach Brandenburg morgen. Mhm. Zum anderen. Dort bleibe ich vielleicht ein oder zwei Tage. Wir wollen jetzt eine alte Bahnstrecke anschauen. Mal schauen. Wenn das Wetter natürlich so ist, wäre das natürlich schlecht. Aber es soll normal sein. Tja, soll. Lassen wir uns überraschen. Ich fahre aber trotzdem hin. Denn ich muss Ihnen ja auch Sachen bringen, die ich für ihn organisiert habe. Also falls das Wetter wirklich miserabel ist, kann ich es nicht ändern. Dann ist es halt so. Aber ich werde deswegen nicht wieder gleich wieder zurückfahren. Ne? Dann bleibe ich trotzdem. Da kann ich euch natürlich dann nochmal die ganze Sammlung zeigen von ihm. Und ja, genau. Schauen wir mal. Also drückt die Daumen, dass am Mittwoch das Wetter gut ist. Ich fahre dann am Donnerstag wieder zurück. Und Freitag habe ich dann wieder für mich. Da werde ich eventuell, ja, entweder ein Fahrvideo machen oder halt gar nichts. Vielleicht das Quassel-Video. Man weiß ja nicht, was ich so alles erwische. Ja? Oder was wir erwischen. Könnte es sein, dass wir wieder ein paar polnische Güterzüge erwischen? Kann ja sein. Ne? Dann wird das natürlich dann ins Quassel-Video am Freitag mit eingebaut. So, und Samstag, da geht es dann schon wieder raus, nämlich nach Magdeburg zum Josef. Der hat dort was ganz Besonderes vor. Der möchte mir etwas zeigen oder besser gesagt, wir wollen jetzt etwas anschauen. Und da könnt ihr euch
schon mal darauf freuen, das ist was ganz Besonderes. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, aber ich denke nicht viele. Ne? Und ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie sich das der Josef ausgemalt hat. Lass mal uns überraschen. Ja, und Sonntag, da geht es natürlich auch wieder weiter. Da kommt ein Livestream. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ein Livestream kommt am Sonntag. Da passiert was ganz Besonderes. Das werde ich euch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Ich sage nur so viel, es hat mit der Modellbahn zu tun. Ja. Hoffen wir mal, dass das Wetter da auch gut ist, denn ich muss dann jemanden abholen. Denn er weiß nicht, wo ich wohne. Und da hole ich ihn dann am Bahnhof ab. Und dann fahren wir zusammen nach Hause, zu mir. Was dann weiter passiert? Wie gesagt, das verrate ich noch nicht. Und wie sieht es denn damit Montag aus? Ja, Montag, da wird dann wahrscheinlich gar nichts passen. Da kriege ich Besuch. Und zwar würde dann eventuell jemand vorbeikommen, der sich die S-Bahn anschauen möchte. Ihr wisst ja, vielleicht kann man sie sehen im Hintergrund. Vielleicht auch nicht. Die Berliner S-Bahn. Ich habe jetzt schon mehrere Anfragen bekommen wegen der Berliner S-Bahn. Und ich bin mir eben nicht sicher, was ich jetzt mache. Zum einen hat mir jemand ein Tauschgeschäft angeboten, gutes Tauschgeschäft, plus Geld. Ein anderer hat mir angeboten, nur Geld. Und ein dritter hat mir ebenfalls ein Tauschgeschäft angeboten, aber kein Geld. Ja, das ist jetzt natürlich eine schwere Entscheidung. Ich sage es einfach mal so. Wenn derjenige am Montag sich die S-Bahn anschaut und ich mit den Sachen, die er mitbringt, zufrieden bin und es sind gute Sachen, dann wird natürlich der Tausch dann stattfinden. Ihr dürft nicht vergessen, es sind nur einzelne Wagen da. Ne? Aber wenn er natürlich alles nimmt, ja, dann werde ich das natürlich dann canceln und jeden anschreiben und sagen, es hat sich erledigt. Wenn es nicht das ist, was ich mir vorstelle, jo, dann ist es halt so, dann bleibt die S-Bahn natürlich noch hier. Er hat auch vor, mir ein bisschen Geld zu geben. Da kommt natürlich darauf an, wie viel er mir gibt. Ich habe da schon eine bestimmte Summe im Kopf, weil ich möchte es auch nicht verschenken. Nicht, dass jetzt einer denkt, ja, du hast ja aber 50 Euro gekriegt, das willst du vielleicht so viel Geld damit verdienen. Nee, das nicht. Aber ihr könnt ja mal bei eBay schauen, was die so gehandelt werden, die S-Bahn, in welchem Zustand die sind und in welchem Zustand meine ist. Und gut, ich kann natürlich nicht testen, ob sie fährt. Das ist natürlich der Punkt, wo ich sagen muss, ja. Aber ich gehe davon aus, die fährt gut. Ja, wenn ich den Zustand der S-Bahn sehe, da ist nicht ein Kratzer dran, gar nichts. Und das ist auch den Wagen original verpackt und noch verschweißt, versiegelt. Ja, da wisst ihr Bescheid. Gut, das war's zu dem Montag. Und was passiert am Dienstag? Na, richtig. Am Dienstag werde ich vermutlich, wenn das Wetter nicht so ist wie heute, sondern schön angenehm oder halt, ja, ist gut, kann 25, 23, 26 Grad sein. Das ist mir dann egal. Mache ich eine Tour. Eine schöne, schöne Tour. Wie gesagt, es kommt das Wetter drauf an. Wenn das Wetter so ist wie heute, dann bleibe ich natürlich zu Hause und dann werde ich ein bisschen was an der Anlage machen. Oder ein Fahrvideo. Je nachdem. Ne? Ja, und was passiert dann am 10.? Gar nicht mehr. Da bereite ich mich dann wieder darauf vor, dass es am Dienstag, dass es dann am 11. wieder früh um 4 rausgeht. Und da beginnt nämlich dann der normale Lauf des Tages wieder. Sprich also, meine Arbeit geht dann wieder weiter. Ich habe dann wieder im September und im Oktober Urlaub. Da geht es dann auf die Messe. Nur leider gibt es da jetzt ein Problem. Und das muss ich mit meiner Schichtleitung klären. Ich hoffe, dass das geändert werden kann. Denn es gibt da eine kleine Änderung bei der Hobbymodellspiel, denn die heißt nicht mehr so. Die heißt jetzt Hobbymesse Leipzig. Und außerdem ist die nicht mehr vom 30. bis zum 2., wie das sonst immer der Fall war, sondern sie haben sie eine Woche verschoben nach hinten. Das heißt also, die ist jetzt vom 20. bis zum 22. Das ist natürlich ein bisschen richtig. Ich sag's mal, Punkt. Also 20.
9. bis 22.9. Ja, weiß nicht, was ich da jetzt von halten soll. Und wenn natürlich dann, das heißt, dann müssen sie arbeiten. Da haben sie Pech gehabt. Sie haben ihr Urlaub ja so geplant. Dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Dann kann ich den Urlaub nur dann nehmen, wenn ich den Urlaub auch habe. Vielleicht bekomme ich auch frei, man weiß es nicht. Ich muss dann nochmal mit der Schichtleitung reden. Vielleicht ist da irgendwas zu machen. Wäre natürlich nicht schlecht, denn die Messe möchte ich auf jeden Fall besuchen und ich möchte euch natürlich wieder Impressionen zeigen von den verschiedenen Anlagen, von den ganzen Sachen, die dort verkauft werden. Und natürlich möchte ich auch etwas einkaufen. Ne? Vielleicht finde ich ja bei Hobby Train mal wieder was Tolles. Oder vielleicht auch eine, wie heißt die Firma? MTA Taucherbrille. Das ist ein kleiner Serienhersteller aus der Tschechei. Oder lieber aus Polen. Ist jetzt gar nicht. Die wären natürlich auch nicht schlecht. Oder irgendwas anderes. Ne? Muss man schauen. Wie gesagt, wenn es nicht geht, habe ich halt Pech gehabt. So weit sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt erst einmal jetzt im Sommerurlaub und da weiß ich noch gar nicht, was da alles passiert und was alles geplant ist. Was ich mir vorgenommen habe, das weiß ich jetzt die nächsten Tage. Ich fahre morgen bei Zeiten los, soll aber erst mittags in Guben sein. Deswegen werde ich natürlich, und das könnt ihr euch ja wohl denken, noch ein bisschen woanders hinfahren. Na? Und mir dort etwas anschauen. Und dann geht es weiter nach Guben. Dass ich genau Mittag zur Mittagszeit in Guben bin, da holt mich dann der André dort ab. Gehen wir dann essen. Ja, und dann gibt es ein bisschen was erzählen. Dann gebe ich ihm sein Zeug. Dann werden wir ein bisschen Fernsehen gucken. Ich kann euch dann, wie gesagt, nochmal die Sammlung zeigen, die er hat. Aber ich glaube, die kennt nun jeder in- und auswendig. Ich habe es jetzt 3-4 Mal gezeigt. Ja, und dann besprechen wir dann, was dann am Mittwoch passiert. Je nachdem, wie das wird. Ja, gut. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu erzählen. Das Einzige, und da bin ich jetzt echt gespannt, das werden die Tests sein, die jetzt im zweiten Teil passieren werden. Sieht schon alles da. Für jede Lok habe ich einen passenden Zug rausgelegt. Natürlich weiß ich nicht, ob die Loks auch gut fahren. Ne? Aber ich habe schon mal vorsorglich für jede einzelnen Lok den passenden Zug rausgelegt. Und auch für die Kö habe ich schon etwas vorbereitet, was lustig ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass die Kö vielleicht kaputt ist. Wie gesagt, ich habe keine von den Loks bis jetzt getestet. Das ist jetzt einfach ein Blindtest von den einzelnen Loks und Wagen. Ne? Dann haben wir noch den Sandzug, den zweiachsigen. Da habe ich das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich habe einen Wagen genommen, auf die Schräge gestellt und runterrollen lassen. Die sind bis sonst wohin gerollt. Also rollen sind die wahrscheinlich alle gut. Sind halt etwas schwer. Und ja, das muss man dann sehen. Ja, gut. Da würde ich sagen, ich beende dieses Video jetzt hier. Also den ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Tests des Rollmaterials. Und natürlich werde ich dann die Actioncam an ein oder andere Stellen positionieren, sodass auch eine ordentliche Fahrszene entsteht. Also, bis gleich.